Hallo und herzlich willkommen zurück beim Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Wir sind im Apartmentgebäude. Wir haben mit dem Polizisten gesprochen und er wollte uns den Code auch beim zweiten Mal nicht geben, obwohl ich mir sein Gelaber nochmal angehört habe. Und jetzt gehe ich mal zu den Thorpes. Hallo. Na, wie geht's euch? Einfach willkommen. So in die Wohnung reinlatschen. Schön, dass Sie da sind. Ich kann Ihnen für das, was Sie getan haben, gar nicht genug danken, aber ich möchte Ihnen helfen, so gut ich kann. Woran hatten Sie denn gedacht? In der Gegend arbeitet ein Kerl namens Seurat. Aufgrund seiner Geschäfte war er in letzter Zeit viel unterwegs, aber im Augenblick bewohnt er ein Apartment am Earl's Court. Wenn Sie meinen Namen erwähnen, bekommen Sie einen Rabatt auf seine Ware. Er handelt mit, er ist Waffenhändler. Wieso kennt jemand wie Sie einen Waffenhändler? Wo ich aufgewachsen bin, lernt man ziemlich schnell, gewisse Beziehungen zu pflegen. Aha, wir bekommen also jetzt Rabatt auf Waffen. Na, Josie? Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Ist gut, dafür durchsuche ich mal eben eure Wohnung, wenn es recht ist. Gucken, was sie so... Habt ihr aber eine kleine Butze, ne? Im Klo ist nichts los. Tschüss. Kühlschrank? Ah, ist zu schwer. Den kann man durch die Gegend schleppen. Hätte mich auch gewundert, wenn ich bei denen in den Kühlschrank gucken kann. Ich mache euch die Tür mal wieder zu, ne? So, jetzt müssen wir die Mission... Ah, guckst du mal, schau. Hier ist Ende Gelände. Durch die kommt man nicht durch. Jetzt müssen wir uns mal um die Bilder kümmern von dem Neuroprozin-Diebstahl. Das habe ich ja jetzt schon geregelt. Das wäre dann S2. Der bewacht hier das eine Apartment, das da drin ist, oder? Ist ja krass. Ich denke darüber nach, meinen Pitbull augmentieren zu lassen. Mit ein paar Cyberpfoten und Cybergebiss und so. Tja! Sein Pitbull will er augmentieren lassen. Diese Stadt ist das klingt eine ja witzig. Gosse, und daran wird schau mal, ob wir es hacken können. Okay, wir können es also nicht hacken. Wie gesagt, da müssen wir also einen alternativen Eingang suchen. Hier hätten wir schon mal... Aber habe ich das Recht, optimiert zu werden? Nein. Und selbst denn, wie soll ich mir dieses Medikament leisten, dieses... Kletterdinger? Neuroprozin. Ja, vielleicht da hoch? Wie auch immer. Das würde mich meinen Arsch kosten. Es ist hell. Nee, so hoch können wir noch nicht springen. Ja, es ist so wie mein Kumpel gesagt hat, in der Stadt bricht die Framerate schon ganz schön ein. Also, puh. Heftig. Mal schauen, ob wir hier richtig sind. S2... Es scheint irgendwo unter uns zu sein, oder? Können wir mal eine Karte aufmachen? Das ist... nicht so optimal. Wer bist denn du? Der Typ, um den du dich kümmern solltest, ist da drüben. Der Typ, mit dem du dich nicht anlegen solltest, steht vor dir. Du bist auch so ein Verticker, oder?
Surratt. Sie wollen etwas kaufen. Ist alles auf die Computer. Was wollen Sie? Ich bin ein Freund von Greg Thorpe. Wirklich? Okay. Ich gebe Ihnen Eierkopfrabatt. Eierkopfrabatt? Toll. Schalldämpfer. Oh, ist reduziert. Na, nehmen wir. Sprengzünder. Ich habe aber, glaube ich, schon alles vertickt, ne? Ja. Okay, das war's. Tschüss. Wollen wir mal den Schalldämpfer kombinieren mit der Pistole. Schalldämpfer können wir immer brauchen. Oh, geh mal zu hier. Auf Zeiten. Jetzt geh schon weg. Hier könnten wir auch hacken. Sicherheitsstufe 2. Was heißt denn G benutzen? Ach, da könnte ich dieses... Ah, okay. Ah, nee. Jetzt hier keine Lust, die ganzen Buden auszuräumen. Wir haben noch was zu tun. Aha. Okay. Gehen wir mal hoch. Ob da noch irgendwas ist. Wir wollen doch Mission 2 machen. Die muss immer noch irgendwo hier sein. Vielleicht kommen wir ja hier. Oh, da war ich ja gerade. Da bin ich jetzt gerade durchs Fenster reingekrabbelt. Und hier oben, da ist nichts mehr. Also das ist schon mal nicht das richtige Haus. Oh, guck mal. Ein Praxiskit. Nee, ein Virus. Cool, danke. Hallo. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwie rein müssen. Wie soll ich denn da hochkommen? Also ich weiß, dass man später auch so eine Augmentierung kaufen kann, mit der man höher springen kann. Vielleicht kriege ich die jetzt schon. Ich habe ja, glaube ich, noch einen Punkt über. Nee, ich habe schon noch alle rausgehauen. Das müssten hier die Beine. Die kybernetische Beinprothese. Cool. Aber das muss auch ohne gehen. Schau mal, vielleicht hier? Nee. Das ist tatsächlich schon eine Weile her, wo ich das gespielt habe. Und auch da habe ich ganz schön lang danach gesucht. Dann gehen wir mal darauf. Vielleicht mit einem beherzten Sprung? Ich weiß nicht, ob das überlebt, der gute Adam. Könnt ihr mal versuchen, ne? Nee, hat er nicht. Sorry. Ja, wir laden den letzten Spielstand. Aber ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Also die Ladezeiten, ne?
Sterben ist also nicht so gut, wenn man Ladezeiten wie diese umgehen will. So, wo habe ich denn jetzt das... Wo ist denn mein letzter? Habe ich jetzt meinen Schalldämpfer? Ja, okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann holen wir uns hier nochmal den Wurm. Dann schauen wir mal, ob wir... in dieses Apartmentgebäude auch anders reinkommen. Nämlich, wenn wir G benutzen. Ah, geht doch. Da liegt ein Penner hinter so einer Tür. Ist auch super. Gut. Gut. Wie ich immer die Türen hinter mir zumachen will, ist auch so eine Angewohnheit. Na, das werden wir doch wohl gehackt kriegen, oder? Also, wir müssen hier hin. Fangen wir mal mit der 1 an. Oh. Machen wir einen Stoppwurm rein. Zugriff verweigert. Ja. Wie lange dauert es denn? 30 Sekunden. Nutzen wir mal die Zeit und gucken mal hier ums Eck. Jetzt habe ich natürlich meinen Stoppwurm verbraten. Ganz toll. Fünf, vier, drei, zwei, eins und eine Null. Also gut, probieren wir es nochmal. Was ist jetzt verstärken? Da werde ich zu 50% entdeckt, wenn ich verstärken benutze. Wir probieren es nochmal. Nuken. Entdecken 0. Ich habe ja 2 Nuke-Viren. Dann machen wir das mal. So könnte es klappen. Zugriff gewährt. Yay, 100 EP. Huh, wieso habe ich jetzt die Waffe gezogen? Hier ist der Computer, oder? Nee, das ist er nicht. Da ist der Computer. Hat er irgendwas Schönes in seinen... Oh, eine Pistole in den Schubladen? Okay. Können wir verkaufen? Bump. Neuer Zugangscode hinzugefügt. Es wurde 0002 Sicherheitstor. Ah, ist ja gut, dass ich das jetzt auch weiß. Danke. Mercury Instant Messaging Archivierung von Brian Tyndall an MG Gilmore. Oh oh. Das lesen wir uns später durch. Ich hätte gerne meine Pistole. Was? Du kannst mich doch nicht einfach auf Entzug setzen! Jetzt geht's! Der lebt ja noch.
tut mir leid, aber... Reva, Brian, bist du da? Tindy Boy, yo. Brandy, geht's nicht so gut. Ich nehme, was du hast. Können wir uns treffen? Eher nicht. Muss den Ball flach halten. Sie hat Schmerzen. Die Nachbarn rufen sich ja bald die Cops. Sie braucht Newpots, bitte. Brian, bist du noch da? Na gut, aber ich habe nicht mehr viel Newpots. Ich bezahle auch. Ich will dein Geld nicht, Mark. Mir ist es nie um das Geld gegangen. Was ist mit Corella? Kann er noch was besorgen? Dir wird immer unkooperativer. Scheiße. Hattest du nicht was gegen ihn in der Hand? Klar, hier in meiner Tasche, Mann. Aber irgendwann ist es eben Schluss. Treffen wir uns hinter der Tanke, die Straße runter. Aber beeil dich, ich sitze nicht gern auf dem Präsentierteller. Du bist der Größte. Hinter der Tankstelle. Alles klar. Okay, wir müssen hinter die Tankstelle. Na, da wo die ist, wissen wir ja. Da wo? Mal Tür zu. Tür zu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hinter der Tankstelle in der nächsten Folge. Tschüss.